Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. So, weiter geht's mit der Hauptquest. Wir müssen zu Vandham. Jetzt schauen wir doch mal, was uns er zu erzählen hat. Nur so zur Info, die Strecke nach Fonsemur hat's in sich. Auf der Straße dort hinten wimmelt's nur so von Monstern. Packt deshalb ruhig alles ein, das nützlich sein könnte. Sollen wir aufbrechen? Ja, wir probieren es einfach mal. Fertig. Gut, dann wollen wir unseren Hintermann nach Fonsemur schaffen. Ich hoffe mal, wir schaffen das. Ich habe jetzt nichts eingekauft. Time to head out. You, Zuo. Take care of this place, yeah? Nee, what is? Leave it to us, boss. Boss? You're in a good mood somehow. I guess so. Well, take care. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe jetzt nichts groß eingekauft, wie gesagt. Schauen wir einfach mal. Was sind das für komische Gestalten? Ninjas. Ich muss die ins Dorf einfallen, oder? Okay, ich hoffe, ich habe die richtige Auswahl getroffen. Wir haben jetzt eigentlich... ich muss mal schauen. Ah, er ist ein Kämpfer, er ist also kein Tank sozusagen. Eieiei. Ich hoffe mal, das wird mit ihm, weil Pop... Wir können jetzt eigentlich nicht mehr Poppy nehmen. Ja, müssen wir probieren. Ich hätte eigentlich Poppy nehmen sollen. Ich weiß gar nicht, wie ich das ändern kann. Okay, wir probieren es einfach mal. Wir müssen, ich schätze mal, da oben lang. Jetzt ist sie auch offen. Das war ja vorher noch zu. Come out, come out. Flora heals an aching soul. Come out, come out. Ich hoffe, dass wir ungestört durchkommen. And arrived. Kobaltklippen. All in one piece. Wollte hier nicht Ursula hin? An die Kobaltklippen? Hat die da nicht irgendwas gesagt, dass sie da hin wollte? Come out, come out. Flora heals an aching soul.
Okay, hier gibt's wieder mehrere Wege anscheinend. You're all mine. Hier gibt's Kohle. Kohle ist immer gut. Aber ich wollte jetzt eigentlich mal schauen, ob ich ihm nicht... ob ich ihm nicht was Besseres ausrüsten kann. Und zwar bei Ausrüsten. Ja, da nehme ich gar nichts drin, ne? Komm, gehen wir eben diesmal. Ich glaube, von der KP können wir gar nichts machen. Aber wir setzen ihm das Glück mal hoch. Genau. Das andere können wir dann später schauen. Okay, hier geht erstmal nichts. Können wir hier was machen? Ne, hier können wir auch nichts machen. Was hat denn er da gehabt? So eine Tasche. Dann müsste ich schnell mal auf einen Rock schauen. Sammelitems. Für wenn dann Meeresfrüchte. Meeresfrüchte. Können wir mal schauen, ob wir irgendwas mit Meeresfrüchte haben. Taschen. Grundnahrung, Gemüse, Fleisch. Meeresfrüchte, hier haben wir doch schon was. Nehmen wir doch mal das hier. Ist das really ah, sorry, geht sogar. Ah, alles klar. Sehr schön. Okay, dann haben wir da schon mal was drin. Oh, das ist eine riesen Welt, ey. Wahnsinn, wie groß das hier ist. Geile Sache. Ah, hier haben wir das Harmoniegespräch. Das ist mit Ursula vielleicht. Looks like all the chat about the Aegis was true. Who are you? That's a heavy burden you have there. Sure you're up to it, Pipsqueak? See sense, step aside and let the big boys take charge. Come on, yield the merchandise. Huh? What? Vandam. Do you know this guy? Never seen him in my life. Bah! Wait. Are you... You really are a bunch of rinky-dink, bogus, two-bit, no-mark drivers, aren't you? Behold the mighty Zeke von Gembu, Bringer of Chaos! Mostly known as Zeke, and often addressed as the Zekenator! Behold my blade, Pandoria! And this is my sword, the Purple Lightning Dream Smasher! If you want a taste, come and get it! We're good. Oh mein Gott. Good? No. Wait. Die Traumtänzer. Wait, you barbarians! This guy. I'm tired of him already. Gah.
You think you lowlives can lick the three of us? Three of you? I count two. Lost someone? Huh? Oh, get a load of this. Our beloved mascot, Tartars! Reveal yourself! Huh? Tartars? 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 Where are you, boy? Tartars! Oh. Hello, little guy. How are you? What are you doing out here all alone? Tartars! Handling a man's turtle. He could have just grabbed Pyra there. Why did he go for his turtle instead? Ugh, what an idiot. Listen, whatever. She'll be mine soon enough. Got a problem with that? Then come at me! And don't hold back! What? Is this guy for real? Na gut, dann schauen wir mal, ob der was drauf hat. Okay, time to take you down. Spot! Struck the wrong one to mess with the fight. We need ice! Yup! Yeah! Blow him down! I can feel the courage welling up inside. Let's make use of it now. Okay, here we go. Losing focus, Rex? No, don't give up on me. Rush now! Sword bash! Ow! Everyone's getting sight. Let us make use of it now. Now, let's show them what we're doing. Thunder! Is this to your liking? No, no, God. Thanks. I owe you one. Okay, go spinning edge. Hit it. No. Now we'll see what fire can do. Blade combo. Third stage. Awesome. Ouch. Why not? Watch me show you. You no idea. And just you. Down the wing. Fast sword. Almost got Tartars. What? With the power of friendship. Good try. Not bad. But wipe yourselves down and get ready for my super ultra mega move. We're waiting with bated breath for your super duper whatever. You asked for it. Bringer of chaos, ultimate lightning fury slash. Whoa!
Ich glaube, wir müssen so ein bisschen üben. Aber ich glaube, der wäre cool, wenn der in der Gruppe wäre. Ich glaube, dass der lustig ist. What an idiot. Don't see that every day. Come on. That's enough nonsense. Indeed. Indeed. Okay. Dann gehen wir mal bitte weiter. So, schauen wir doch mal. Hier können wir wahrscheinlich nirgendwo runter. Ne, da sind wir wahrscheinlich tot. Wenn wir runter springen. Die greifen uns an, die komischen Dreizacks hier. Na, ich denke, die lassen uns in Ruhe, oder? What have we here? Aber die kleinen Viecher, die greifen uns hier an, die kleinen komischen Popeldinger da. Up. Come out, come out. Blaustufengraben. Gehen wir jetzt hier richtig oder sind wir hier komplett falsch? Ich glaube, dass wir da oben irgendwo hin müssen, oder? Aber wie kommen wir dort hoch? Das ist die andere Frage. Wir gehen einfach mal hier runter. Okay, hier haben wir schon mal einen Reisepunkt. Schon mal gut. Okay. Hier geht's weiter. Ist cool gemacht, dass sie so riesengroß sind. Okay, da ist ein komischer Vogel. Ich glaube, dass die uns bestimmt angreift. Miniatur, okay, der fliegt weg. Da weißt du nie, welche sind feindlich und welche nicht. Die kleinen Viecher sind auf jeden Fall feindlich. Die werden gleich gepult, wenn wir da vorbeigehen. Komm out, komm out! Ich glaube, ich speichere mal ab. Lieber einmal mehr speichern, wie einmal zu wenig. Eigentlich müsste ich die alle klatschen hier. So, rennt uns denn daher? Zwei wieder. Ja, schlecht. Boah, bin ich wieder down? Was ist denn hier los? Ja, ich hab keinen Tank, das ist scheiße. Jetzt kriegen wir die natürlich nicht mehr durch.
Grand smash! Now's a good time to get healing! I shall not smash to such a point. I am ready for anything. Pyro! You can do it, Let's give him the full treatment. Muscle slash! Ice wind break! Prominence! Gotcha! It's okay! Why? Much of life! Blind smash! Jaguar slash! Muscle slash! Good idea! Retreat! Now, let's show them what we really need. We'll beat them with the power of friendship. Just like that might not be much, but I'll do what I can. I'm good to go. Go for it. Together now. Magnificent. Blind spot. Why not? Ice wind break. Nicht mal. Wir müssen auf jeden Fall mal den hier machen. Pyra! Time to show what I can do! Get him, Mia! Here I can! Ready or go not! Our blade! Great! Vandham, show us what you've got! You can step aside! Deathwing Swarm! Finish! Das war nicht gerade toll. Durchkriegen. New enemy in the mix. Rex, do you need a rest? Electric. Neo, keep it together. Much obliged. Nein! Juice. Eieiei, wir brauchen Tank unbedingt. I'll bash you up proper next time, I swear. Be wary not to push yourself too hard. What have we here? Ja, ich habe über sie ab und zu da, dass zu wenig Heilung kommt. Da muss ich wirklich ein bisschen besser gucken. Come out, come out. Aber es ist echt so viel, auf was da achten muss, das ist extrem teilweise. Wir müssen, glaube ich, da oben hin. Ich denke, boah, geil. Ist das die Stadt oder was? Cool, Sache. Und wie kommen wir dort oben hin? Geht da vielleicht irgendein... Ah, da geht die... Da geht eine Brücke oder sowas hoch. Cool. Den können wir mal wegklatschen. Okay, bring it up. Blind spot! Muscle slash! Yeah! Jaguar slash! Yeah! Let us make use of it. Flash down! Do that! So much! Yeah! 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 Gotcha! Everyone's
Now, let's show them what we're really Ursula! It might not be much, but I'll do what I can. Blow him down! Whistle flash! Go for it! And... together now! Shine spot! Stay still! Breach shot! I'm all warmed up now! I shall defend you my to the last! Muscle flash! There's something I can do! Make haste and retrieve it! Splendid! I could have done this blindfolded. Diese blöden Blumen. Nee. Dann will ich aber noch mal schnell hinten gucken. Gibt bestimmt eine Sammelstelle wieder, ja. Die nehmen wir uns natürlich mit, würde ich sagen. Come out, come out. Okay, hier ist nichts mehr. Da fliegt der Geier schon wieder rum. So, weiter geht's. Okay, bring it on. Oh, hat doch, nee, da hat's ja schon gedacht, ey. Sehr schön. Okay, hoffen wir mal, dass wir jetzt hier mal ein bisschen ungestörter durchkommen. Ich will auf jeden Fall in dieser Folge noch in die Stadt kommen. Okay, den werden wir auch killen müssen. It must have sensed our skill. Muscle slam! Eagle eye! Why not? This is where we prove on. Cheers for that.
Läuft doch. Ey, ich muss noch ein bisschen trainieren mit den Angriffsketten auf jeden Fall. Ich glaube, da muss ich mir echt mal irgendwie eine feste Gruppe zusammenstellen. Ich meine, vom Schaden her ist es gut. Bloß das Tanken fehlt mir halt ein bisschen. Ich krieg zu viel Schaden dafür wieder. Also kann man jetzt hier irgendwo mal runterspringen oder so, ohne dass ich sterbe. Hier kommen wir runter. Schauen wir doch mal, ob wir dort hinten hinkommen. Oder wir wieder irgendwelche komischen Riesenmonster im Wasser lauern. Hier können wir da reinspringen, oder? Aber kommen wir denn dort auch hoch? Ich glaube, dass wir gar nicht da hochkommen. Probieren wir jetzt einfach mal. Mehr von Fonsa Mima. Und auf jeden Fall komische Viecher. Viecher! Da kommen wir gar nicht hoch, oder? Oh, hier kommen wir doch gar nicht hoch. Das haben wir schon wieder gut gemacht, dass man hier nämlich nicht hochkommt. Scheiße. Okay, hier kommen wir schon mal nicht hoch. Ich denke, da müssen wir da oben lang. Alles umsonst. Müssen wir hier irgendwo hoch? Okay. Aber wir sind jetzt schneller Schwimmer. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Schatzkiste. Die holen wir uns doch gleich. Treasure acquired. What have we here? Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Oh, schon wieder so komischen Blumen da. Vielleicht gibt es hier irgendwie so einen Punkt oder so. Portpunkt. Komm out, komm out. Oh, Wasserkran. Kraner. Den lassen wir lieber mal. Ich weiß nicht, ob uns der verfolgt oder nicht. Und wir hoch. Hier geht's nicht weiter. Okay, wo kommen wir hoch? Dort drüben und dann da hoch. Okay, probieren wir's mal. Da sind komische Blumen schon wieder. Meine Lieblingsblumen. Oh, hier ist ein komischer Dinosaurier. Okay, bring it up. Komm, die Quest sehen wir gleich mal an. Oh, diese Dechsen sind echt zähe Burschen. Lange halte ich nicht mehr durch. Alles okay, sei dann. Ein Glück, dass ihr hier seid. Bitte, ihr müsst uns helfen. Kein Problem. Schauen wir nochmal, ob wir die killen können. It must have sensed our skill. Mind spot! Muscle fire! Yeah! Yeah! Good job!
Müsste eigentlich gehen. Okay, er ist dann weggerutscht. Trinket. You want to see? Hey, so, Raggi. So, alles erledigt. Ich danke euch, ihr habt uns gerade die Haut gerettet. Schätze, ich sollte mich kurz vorstellen. Ich heiße Raggi und bin der Anführer dieser mickrigen Söldnertruppe. Naja, noch sind wir mickrig. Uns gibt es auch noch nicht allzu lange. Aber eines schönen Tages wird unser Name in ganz Uraya bekannt sein. Und um populärer zu werden, nehmen wir derzeit jeden Auftrag an, der sich uns bietet. Doch dieser hier, oh wei, was ist los? Wir wurden engagiert, um einen Noponhändler namens Dororo zu beschützen. Aber diese verdammten Dechsen haben uns einfach so angegriffen und sich mit dem kleinen Kerl aus dem Staub gemacht. Peinliche Sache für einen Leibwächter, wenn der eigene Auftraggeber entführt wird. Das ist echt furchtbar. Müssten würde ich mich sofort auf den Weg machen und den Dechsen die Abreibung ihres Lebens verpassen. Zuerst sollten wir aber unsere Ausrüstung optimieren und einen Rettungsplan ausarbeiten. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns beeilen, sonst endet Dororo noch als Dechsenfutter. Wir machen das schon, keine Angst. Wir lassen dich nicht hängen damit. Ernsthaft? Vielleicht habt ihr recht. Das Leben dieser kleinen Fellkugel steht auf dem Spiel. Da sollte ich mich nicht um meinen Stolz scheren. Rettet ihr also den Nopon? Diese widerlichen Dechsen haben Dororo in die Höhle verschleppt. Sie befindet sich hinter den Mineterrassen in der Festung der Ehrlosen. Wenn ihr euch sofort auf den Weg macht, holt ihr sie vielleicht noch ein. Los, rettet Dororo. Wir kümmern uns drum. Boah, ist das so weit? Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich wollte in die Stadt jetzt. Okay, dann schauen wir doch mal hier lang. So weit wäre es ja eigentlich nicht. Aber es ist auch wieder oben. Dann müssen wir da oben irgendwo hin. Na komm, das machen wir. Lassen wir jetzt erstmal, oder? Vielleicht liegt es ja genau auf dem Weg, dass wir das noch irgendwie zufällig gut machen können. Boah. Nein, es sind die Haufen Gegner, ey. Boah. Alter Schwede. Ich wollte da eigentlich nicht hin. Jetzt bin ich schon wieder hier, ich krieg einen Vogel. Oh, nee, oder? Kann ich den ganzen Weg nochmal runterrennen? Komm out, komm out. Ich muss schauen, dass ich irgendwie dort schneller runterkomme. Aber wahrscheinlich wird man hier nirgends runtergehen kann. Eher schön. Obwohl, könnten wir hier vielleicht runter? Hier sieht es doch besser aus. Gibt es doch noch einen anderen Weg? 600? Das ist in die Richtung.
Da hoch müssen wir ja sowieso. Wir müssen da irgendwie schneller durchkommen. No! We lost the upper hand! Boah, das sind ein Haufen Gegner. Die Aufwände schaffen wir noch nicht. Das ist die komische Feuerblume da wieder, die komische. What have we here? So, also wir müssen jetzt hier hoch auf jeden Fall. Obwohl es hier eigentlich auch noch hochgehen würde. Hier vielleicht ein. Nein, was ist denn jetzt hier los? Ist hier vielleicht ein bisschen besser der Weg? Schauen wir nochmal hier lang. Da auch noch über Höhlen. Wahnsinn. Ich glaube, wenn wir vom Level höher sind, können wir hier richtig schön was entdecken. Ja. Aber jetzt ist es wirklich nicht so einfach, vor allem mit den Viechern hier. Alle 3 Meter pulst du irgendwas anderes. Aber wir wären eigentlich schon auf dem richtigen Weg in diese blöde Höhle. Denke ich mir mal. Okay, was ist das hier? Kommt man da dort irgendwo hoch? Da braucht man auch wieder die blöde versperrte Schleuse. Kommt man auch nicht hoch, oder? Boah. Das haben wir wieder toll gelöst. Was passiert denn, wenn ich die Schleuse freimache? Nicht. Okay, die können wir nicht freimachen. Kommen wir hier auch nicht hoch? Boah, ich sehe durch. Oder ich sehe es einfach nicht jetzt. Ist hier noch was oder ist es Sackgasse? Okay. Okay, hier können wir gar nichts machen anscheinend, oder? Oder wir müssen diese blöde Schleuse von der anderen Seite öffnen. Na, hier geht nichts. Da kommen wir nicht hoch. Oh, kann ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurückrennen, oder was? Gibt's hier nicht, oder? Ja, hier kommt man nicht lang. Ist hier drüben noch was? Könnte es denn vielleicht sein, wenn die Schleuse offen wäre, wenn diese Schleuse offen wäre, dass dann das Wasser hier komplett abläuft und wir dann da durch könnten. Aber ich kann hier auch nichts anklicken. Ich kann hier nichts machen, nichts kann ich hier machen. Okay. Dann müssen wir einen anderen Weg suchen. Bin den kompletten Weg umsonst gerannt, oder wie? Mann. Ich habe mich schon gefreut, dass ich da hinten nicht vorbei muss. Jetzt muss ich da wieder den ganzen Weg zurück. Okay, dann muss ich da hinten entlang. Da unten. Dort hinten kommen wir auch nicht lang. Killer, ich würde sagen, wir probieren es jetzt nochmal. Und wenn es nicht klappen sollte, dass wir jetzt da durchkommen, da oben, dann machen wir das in der nächsten Folge. Aber wir probieren es nochmal. Oh.
Up. Oh Gott, der Weg des Todes, Leute. Up. Warum sind denn immer ganz viele Viecher? Oh. Komm, lass mich einfach in Ruhe, lass mich einfach vorbeigehen hier. Ja, das ist der Echsenmann. Ja, komm, den klatschen wir jetzt schnell. Ich mach das Sextask. Blind Spot! Oh no, you don't! Put your last! Sure! Muscle Flash! Yeah! Watch out! Eagle Eye! Thanks! Why not? How are you in? Yeah! Let's go! Bash! Okay, go for it! Here we go! Jackass Flash! Make me stand spot! Muscle Flash! For sure! Na, jetzt sind deine Freunde, der Penner! Ja, komm, du holst deine. Dann haben wir auch noch weg. Let us make use of it. Fire! Hit it! No! Blind spot! Why not? Rush out! Muscle flash! Ha! Jetwing! Anchor shot! Make haste and retrieve it. What would you have me do? For sure! What a good idea! Healing enemy force. Focusing on target. Let's go! Gotcha! Now I'm fired! Oh. Blind spot! Lock on! We're on a roll now! Hold on, break! Sure! Bums, weggerotzt! Okay, den lassen wir mal, da kommen, müssten wir ja vorbeikommen, hoffe ich mal. So. Da dürfen wir auf keinen Fall reinspringen. Wie komme ich denn dann dahin? If they seek a fight, they shall get one. This won't do. Gib mal Heilung, Mage. Our emotions are in tune. Was ist denn da los? Warum bin ich ja schon wieder down jetzt? Stand up and fight, Trax. Thanks, Nia. Muscle flash. Anchor shot. Make peace and retreat. Sure. For sure. Good shot. Let's keep this up and we'll win for sure. My thoughts exactly. You can't do. I'm all set. Watch out. Try some advice. Rage. Sure. Yeah. Great. Our emotions are in tune, Rex. I like your attitude. Everyone's got you. I won't fight you, but I will have a sword. I'm all warmed up now. First. Time to show what I can do. Excellent.
Mjolnir. On it. On you go. Raging Tiger. Vandham, show us what you got. Now, but I got it. Blow away. Enemy down. Werden wir jetzt machen? I thought I had been grooming adequately. I don't know where to put my face. It must have sensed our skills. Gah! Ha! Anchor shot! Ha! Make haste and retreat! Yeah. Why not? Muscle flash! Everyone's getting sight! This side. Up and you'll win for sure! I'm getting fighting with you! Muscle flash! Don't let up! Rick! Yeah! Mind spot! You don't stand a chance against us! Watch your words! Yeah. Never no are. One can stop us now. Anchor shot. Blow away. Just make use of it now. Sword back. Great. Double spinning edge. Ha! Ursula! Hit it now. I'm doing it. I just can't. Excellent. Rush down. Okay, jetzt schauen wir doch mal, ob wir jetzt das blöde, die blöde Schleuse da. Boah, das hat nur gefallen. Ob wir die jetzt hier wegmachen können. I call upon the power ja. Of fire. The wind is my mate. Genau, jetzt läuft das Wasser ab, oder? Ja, sehr schön. Sehr schön. Okay, wenn ich jetzt aber dort runter springe, dann komme ich hier nie mehr hoch, oder? Hier nicht mehr hoch. Das ist natürlich blöd. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt aber einen Cut an der Stelle und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich denke mir, dass 200 Meter noch, ich denke mir, dass wir jetzt irgendwann dann in die blöde Höhle reinkommen. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, sehr, sehr spannend und ist echt cool und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal und auch mit den anderen Let's Plays. Checkt die ruhig mal ab. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Andi.